Alter Schwede, Teil 4. Endlich ist es soweit. Viele haben schon nachgefragt. Und wir präsentieren euch jetzt quasi den letzten Teil von der Reihe Alter Schwede. Ja, das Kompressor-Kit ist eingebaut. Was wir jetzt vielleicht noch mal machen möchten, euch das Kompressor-Kit mal etwas näher vorstellen, wie die Ladeluftkühlung funktioniert. Die ist nämlich bei dem Kit etwas spezieller, also nicht Standard, wie es bei anderen Kompressor-Kits funktioniert oder bei Turbosystemen. Und deswegen zeigen wir euch das gleich mal, auch wie er läuft. Dann gibt es noch einen kleinen Abriss 100-200 km/h und später auch noch den Prüfstandsbericht mit Auswertung des Leistungsdiagramms. Also seid gespannt. Grundsätzlich zum Kit oder zum Umbau des Fahrzeuges, also nochmal zur kleinen Specklist. Wir haben natürlich jetzt mit das kleinste Kompressor-Kit verbaut, was es eigentlich gibt. Das ist zwar schon das 0,6 Bar-Kit, aber es sind nicht viele Modifikationen dran. Das heißt, es sind keine Fächerkrümmer mit verbaut. Wir haben jetzt nicht auf Lade- oder beziehungsweise auf Luftdruck abgestimmt, sondern nur auf Luftmasse. Das ist jetzt, wie gesagt, der Automatik. Das heißt, wir haben zusätzlich den Automatikgetriebe-Ölkühler verbaut und auch den Motorölkühler noch zusätzlich. Die Pro-Cuts von uns sind mit reingekommen und wir haben Luftmassenmessersteuerung etwas verändert, also nicht so, wie es Steelen ursprünglich vorsieht. Ansonsten ist das Kit eigentlich so out of the box, möchte ich mal sagen. Das Einzige, was wir noch geändert haben, wir haben nicht die Steelen Einspritzdüsen mitverwendet, sondern wir haben eigene Einspritzdüsen verwendet, die das Kit gerade im unteren Drehzahlbereich und im Leerlauf etwas harmonischer machen. Ja, zur Ladeluftregelung habe ich ja gerade angedeutet schon. Wie funktioniert das? Und zwar seht ihr jetzt hier zwar ein Rohr, ein dickes, wo quasi, also das sogenannte Saugrohr, was vom Kompressor zu den Drosselklappen geht und dann zu so einem großen Kiste hier, ja, die Ansaugbrücke. Das ist ja, wie ihr seht, nicht mehr die serienmäßige Ansaugbrücke, sondern darunter ist quasi der Ladeluftkühler. Jetzt fragt ihr euch, der Ladeluftkühler oben auf dem Motor drauf, der ist doch normalerweise im vorderen Bereich. Ja, ist richtig, normalerweise. Und zwar ist das der sogenannte Luft-zu-Luft-Ladeluftkühler, der im vorderen Bereich eigentlich montiert wird. Wir haben hier ein Luft-zu-Wasser-Ladeluftkühlersystem. Das heißt also ein Wasserkreislauf. Ja, das heißt, wir haben hier das Wasserreservoir, das ist ganz normales Kühlwasser. Läuft auf eine Pumpe drauf. Die Pumpe fördert das Kühlwasser durch einen Radiator, der im vorderen Bereich montiert ist. Das ist ein Wasserkühler, wenn man so möchte. Und dann weiter sieht man jetzt hier die Wasserleitung zum Ladeluftkühler. Dort wird halt die durchströmende Luft gekühlt und dann wird das erwärmte Wasser natürlich wieder zurückgeführt. Ja, ganz normal wieder in das Wasserreservoir und zurück zur Pumpe und wieder durch den Wasserkühler. Das ist der grundsätzliche Kreislauf, den das Wasser nimmt, um die Ladeluft zu kühlen. Ja, das ist ja normal. Wir haben jetzt hier unter der Stoßstange, hier in dem Bereich ungefähr, zwei große K&N-Platten oder Luftfilter, so Pilze sind das, die Luft quasi ansaugen. Die wird dann hier im Kompressor verdichtet. Dadurch erhitzt sich natürlich die Luft. Die heiße Luft in dem Moment noch läuft jetzt hier durch die Drosselklappen, durch den Ladeluftkühler, wird quasi kurz vor Brennraum quasi runtergekühlt. Und dann, ja, haben wir die gekühlte Ladeluft. Das ist das Spezielle an diesem Set. Der große Vorteil, wir brauchen weniger Platz. Ja, man muss sich vorstellen, bei einer klassischen Luft-zu-Luft-Ladeluft-Verrohrung haben wir natürlich immer große Rohre. Ja, und hier haben wir nur einen kleinen, relativ kleinen Wasserschlauch, den wir reinpacken müssen. Das ist der große Vorteil. Ist nicht ganz so effizient, muss man sagen, aber uns fehlt auch in dem Bereich so ein bisschen der Platz. Ja? Das heißt, wir müssten theoretisch Kompromisse eingehen, indem wir zum Beispiel den Klimakompressor rausnehmen oder sonst irgendwas. Und das wollen wir alles nicht. Das ist sowieso vorne schon eine riesen Batterie an Kühlern. Wir haben halt, wie gesagt, den Getriebeölkühler drin, den Motorölkühler, den Wasserkühler für den Ladeluftkühler, den normalen Wasserkühler, den für die Klimaanlage haben wir noch drin, für die Servo haben wir noch drin. Also das ist eine ganze Batterie an Kühlern hier vorne. Und wenn man dann noch einen klassischen Ladeluftkühler reinbaut, ja, die sind ja, ich sag mal, 50 mm tief und auch fast so breit wie die Öffnung hier vorne, das nimmt natürlich richtig Platz weg. So, das ist natürlich ein platzsparendes System. Und ja, wir hören uns jetzt einfach mal an, wie er läuft, würde ich sagen. Ich setze mich mal rein und dann geht's los. Thank you.
So, wir sind jetzt nochmal auf der Autobahn, um die letzte Überprüfungsfahrt zu machen. Das haben wir jetzt gerade gemacht. Wir haben schon mal eine Zeit angetestet, so ein bisschen. Und wir werden jetzt gleich die finale 100-200 km/h Messung machen. Seid gespannt. Ich bin auch gespannt, weil ich habe heute Morgen mal eine Messung gemacht. Das sage ich euch gleich. Jetzt sitzen wir ja wieder zu zweit in dem schweren Cabrio hier drin und gucken mal, was er denn drückt. Seid gespannt. Bis gleich. Ja, ihr habt gerade gesehen, wir sind jetzt eine, fand ich jetzt so relativ respektable 11,3 gefahren zu zweit bei aktuell 17 Grad Außentemperatur. Also es ist schon ein bisschen wärmer geworden jetzt die letzten Tage. Ich bin heute Morgen alleine, kann ich ja sagen, eine 10,3 gefahren. Also das macht schon merklich was aus, was halt die Ansaugtemperatur angeht. Und natürlich halt die aufgeladene Ansaugtemperatur ist natürlich entsprechend höher jetzt. Ja. So viel dazu und ich würde sagen, ich fahre jetzt mal zum Prüfstand weiter. Ja, wie ihr gesehen habt, sind wir gerade auf dem Prüfstand gewesen. Ich möchte euch noch mal kurz das Diagramm erklären, was wir quasi übergeblendet haben. Und zwar habt ihr jetzt oben im oberen, das ist ja ein dreigeteiltes Diagramm gewesen, im oberen Bereich halt die Leistung gesehen. Leistung, die an der Kupplung anliegt und Leistung, die am Rad anliegt. Die untere ist natürlich dann die Radleistung. Die Differenz zwischen beiden Leistungen ist die Verlustleistung. Darunter das Diagramm, quasi das in der Mitte, das ist das Drehmoment. Und ganz unten ist das die Ladedruckanzeige. Ja, entgegengesetzt der Information, die wir vom Kunden erhalten haben, dass es ein 0,6 Bar Kit sein soll, haben wir jetzt festgestellt auf dem Prüfstand, es sind leider nur 0,5 Bar. Maximaler Ladedruck sogar nur bei 0,49 Bar. Und dafür ist das Ergebnis mehr als gut, möchte ich sagen. Wie gesagt, schade, dass es halt nicht die 0,6 Bar Version war. Hätten wir nämlich oben raus ein bisschen mehr Leistung gehabt. Also wir sind jetzt nach EG korrigiert bei 426 PS. Und, Moment. Mann! Warte. Ja, unkorrigiert waren es dann sogar 446 PS bei 377 Newtonmeter. Aber für uns zählt natürlich hier in Deutschland die EG-korrigierte Version. Ich habe, glaube ich, auch mal für die Amerikaner ein Diagramm gemacht. Das können wir mal auch. Das waren dann nach DIN korrigiert 435 PS an der Kupplung und 387 PS. Nein, es sind Horsepower, weil PS und Horsepower ist nicht das gleiche. 384 PS am Rad bei 348 Foot-Pounds. Die rechnen ja mal ein bisschen anders. So viel dazu. Was haben wir noch festgestellt? Muss ich jetzt mal überlegen. Was haben wir denn noch festgestellt? Ja, wir haben jetzt natürlich aufgrund des nicht vorhandenen 102-Oktan-Spritz in Schweden die Zündung natürlich nicht so aggressiv gestaltet, wie wir sie hier in Deutschland hätten machen können bei 102-Oktan. Nichtsdestotrotz habt ihr in den ersten Teilen auch mitbekommen, dass wir in der Eingangsmessung eine 15,2 Sekunden gefahren sind und in der Ausgangsmessung 100-200 km/h eine 11,2, 11,3 irgendwas war das. Das heißt also, wir sind 4 Sekunden tatsächlich schneller. Ich bin auch mal alleine morgens gefahren und hatte sogar mal eine 10,3 geschafft. Also das ist schon sportlich für das Fahrzeug. Wie gesagt, ist von der Eingangsleistung, denke ich mal, nicht so optimal gewesen. Also ich denke nicht, dass wir irgendwo bei 328 PS lagen, weil wir ja schon mit der Sportauspuffanlage, die ja verbaut war, lediglich eine Leistung von 325 PS gemessen hatten und einen Drehmoment von 361 Newtonmeter. Da fehlt natürlich schon mit Auspuffanlage ein bisschen Leistung und ein bisschen Drehmoment. Grundlegend können wir sagen, wir haben jetzt komplett zu vorher, also mit Sportauspuffanlage, die 104 PS und 100 Newtonmeter geschafft an Mehrleistung
Und ich denke mal, das sind insgesamt irgendwas um, also komplett zur Serie, 110, 115 PS mehr und irgendwas um 120 Newtonmeter. Also ich finde ein schönes Ergebnis. Ich denke mal, der Christian wird sich freuen, was das angeht. Fahrzeug wird am Freitag ausgeliefert. Und ja, dann war es jetzt mit dem alten Schweden. Und ihr könnt auf die nächsten Videos gespannt sein. Da kommt nämlich noch ein bisschen mehr, was aufgeladene Fahrzeuge angeht. Aber noch mal eins vorweg in eigener Sache. Gerade frisch eingetroffen, unsere neuen Flyer für das Nissan Summer Meet am 1. Juli. Diejenigen, die bei uns bestellen oder bei uns vorbeikommen, bekommen natürlich einen Flyer geschickt oder können sich es abholen hier. Wir werden das noch ein bisschen unter die Leute bringen. Und vielleicht sieht man sich live mal am 1.7. in Oberhausen beim Nissan Summer Meet. Ich verbleibe bis dahin, bis zum nächsten Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, liked es, kommentiert es und teilt es. Bis dahin. It's dark down below.